Hallöchen, ich begrüße euch heute zu meinem Lesemonat. Und zwar ist der März schon wieder rum. Und das Osterfest war da. Wenn ihr mögt, dann guckt doch mal bei meinem Ostervlog vorbei. Den könnt ihr euch schon mal anschauen. Da nehme ich euch mit über das Osterwochenende, das heißt Ende März, Anfang April. Wenn ihr mögt, dann guckt euch das mal an. Ich habe ein riesengroßes Bedürfnis, ganz, ganz viel über den März zu erzählen. Aber ich möchte natürlich auch auf die Bücher zu sprechen kommen, deswegen nur ein paar Worte zu Beginn. Der März war für mich ein ganz besonderer Monat. Zum einen hat sich beruflich sehr, sehr viel getan, was ich nie gedacht hätte Anfang des Jahres. Ich habe im Januar in meinen Urlaubsvideos ein bisschen darüber gesprochen, dass sich dann doch ganz viel ganz plötzlich getan hat und ich eben eine neue Stelle bekommen habe, die ich dann am 1. März angetreten habe. Der 1. März war, wenn ich mich recht entsinne, ein Donnerstag und ja, ich kann es gar nicht fassen, dass jetzt schon ein Monat rum ist und ich da wirklich, ja, einen Monat schon arbeite. Ich muss sagen, ich wurde unglaublich lieb aufgenommen von allen, von meinen direkten Kolleginnen, also den anderen beiden Ergotherapeutinnen, von den anderen Physiotherapeuten, von allen anderen Mitarbeitern. Und ich bin sehr glücklich und froh an dieser Stelle und ich hoffe, dass es genauso bleibt und sich noch viel gemeinsam auf die Beine stellen lässt und entwickeln lässt. Und ich habe tolle Patienten, die mitmachen, die begeistert sind, die motiviert sind und das freut mich besonders. Denn ohne die geht es nicht. Ich als Therapeutin kann denen natürlich was vortanzen, was ich nur will oder auch mir Sachen überlegen und Methoden und so weiter. Wenn diejenigen nicht mitmachen wollen, dann wollen sie nicht und dann funktioniert das Ganze nicht. Abgesehen davon hat der März noch ganz vieles andere bereitgehalten für mich, denn der größte Teil der Fastenzeit war jetzt im März. Das heißt, ich habe auf ganz viel verzichtet, habe das aber gar nicht so sehr gemerkt, sondern habe nur gemerkt, wie gut es mir tut, natürliche Lebensmittel zu mir zu nehmen, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Zucker, ohne diverse Inhaltsstoffe, auf die ich gerne verzichte, aus verschiedensten Gründen. Aber auf die Ernährung möchte ich eigentlich nochmal in einem anderen Video eingehen, vielleicht im Verstrickt Nummer 4. Weiß ich noch nicht ganz genau, könnte das sein, dass es da ein größeres Thema zur Ernährung gibt. Wäre jedenfalls so mein geplantes Vorgehen, denn ich habe schon ein bisschen was zur Ernährung zu erzählen. Jedenfalls das, was mich betrifft. Und jeden, den es interessiert, der kann sich das dann angucken. Jeder, der sich anders ernähren möchte, darf sich natürlich anders ernähren. Ich bin da nicht dogmatisch. Ich möchte nur einfach mitteilen, was mir gut tut. Vielleicht tut es anderen auch gut. Und abgesehen davon hat sich sonst auch noch ganz viel anderes auch geändert. Ich habe zum Beispiel seit ziemlich genau jetzt einem Monat meine Haare nur noch mit Aleppo-Seife gewaschen und zwischendurch mal mit einer Apfelessigspülung gespült und ein einziges Mal auch mit Lavaerde gepielt, wenn man das so nennen möchte. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Also es funktioniert super gut, total simpel. Von dieser Aleppo-Seife ist auch noch ganz viel übrig. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich verbrauche unglaublich viel und es ist ziemlich teuer, sondern ich habe schon den Eindruck, dass es für mich eine echte Alternative ist und das möchte ich eigentlich so beibehalten. Und ich habe den Eindruck, meine Haare sind unglaublich weich und fühlen sich sehr schön an. Also dazu kann ich nur sagen, super Erfahrungen gemacht. Was war noch im März? Im März war, glaube ich, noch unglaublich viel anderes. Im März war die Leipziger Buchmesse, auf der ich nicht war. Das vielleicht noch. Im März habe ich ein neues Format gestartet, den Dienstags-Vlog. Wenn ihr möchtet, guckt doch da auch gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Mir haben diese beiden Vlogs schon unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe noch den Ostervlog gedreht. Der ist ein bisschen weniger gut gelaufen. Aber wir gucken mal, wie das so weitergeht. Und wenn ihr das gerne guckt, dann schreibt mir das gerne. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich mache das unglaublich gerne und probiere eben auch mal was Neues aus, damit ihr auch mal was anderes seht, als dieses typische ich sitze hier und erzähle euch was Video. So wie jetzt. So, jetzt ist schon unglaublich viel Zeit vergangen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon alles war. Ich habe wieder Musik gemacht. Das ist vielleicht noch ein Punkt, wen das zufällig interessieren sollte. Ich habe mein E-Piano freigeräumt, freigebackert quasi von allem, was da so drauf lag und habe wieder angefangen zu klimpern. Und ich muss sagen, ich bin so froh, wie sehr sich meine Finger erinnert haben
und wie schnell ich dann doch manch ein Lied, das ich vorher schon mal auswendig konnte, wieder auswendig kann. Und das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Musik generell ist unglaublich toll. Ja, noch irgendwas? Ah ja, genau. Sport und Meditation. Und zwar, ich habe mich im März sehr, sehr viel damit beschäftigt, Sport zu machen. Sport in dem Sinne BTT, das habe ich schon mal in einem Verstrickt-Video angesprochen. Und zwar ist das Body Transformation Training von Pure Life. Ist ziemlich hart, also eine halbe Stunde richtig Muskulatur kaputt machen und dann eine halbe Stunde Cardio noch danach. Es ist aber echt effektiv, also so richtig. Ich merke es unglaublich an meinen Oberarmen und dergleichen und Muskelkatern natürlich. Danach merke ich es sehr und ich fühle mich aber extrem fit und mein Stoffwechsel ist angekurbelt und ich fühle mich sehr, sehr wohl dabei. Deswegen mache ich das gerne und es gibt mir echt Energie und ich habe den Eindruck, boah, ich krieg so viel Kraft dadurch geschenkt, dass ich das gerne mache. Quasi mich komplett auspowern und dann aber zu wissen, okay, im Nachhinein, es baut sich mehr Kraft auf und ich kann das dann nutzen. Ich kann das für mich und aber auch für meine Patienten gut nutzen. Das freut mich unglaublich. Und eben der Bereich Meditation bzw. also Yoga habe ich auch einiges gemacht in diesem Monat. Das ja, war sehr schön, hat mich sehr gefreut, dass ich die Zeit gefunden habe, auch Yoga zu machen. Möchte ich allerdings noch ein bisschen ausbauen. Und ich habe auch noch die Rise Up and Shine University. Die habe ich Ende Februar gestartet, im März ziemlich viel schleifen lassen. Ende März hat sie wieder begonnen oder weitergemacht. Und ich ja, möchte das jetzt so im April bis Mai, also spätestens Ende Mai, möchte ich es eigentlich durchziehen und das Ganze ja, für mich zu einem Abschluss bringen. Denn es bringt mich innerlich weiter. Die Meditation jeden Tag, aber auch die Aufgaben, die in dem Workbook sind, finde ich sehr, sehr spannend. Wenn ihr dazu nochmal was Genaueres haben wollt, dann sagt mir das auch einfach, beziehungsweise schreibt mir das. Ich würde mich freuen, dann mache ich dazu auch einfach mal noch ein Verstrickt-Video oder auch ein separates Video und zeige euch ein bisschen was. Dann, ja, erfahrt ihr da auch noch ein bisschen was drüber. Wenn ihr mögt, wie gesagt, das ist alles eure Entscheidung, eure Freiheit. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte dazu was wissen, dann schreibt mir das gerne. Ich mache das auch für jeden Einzelnen von euch. Jeder, der einen Wunsch hat, dessen Wünsche werden erfüllt. So ungefähr. Heute ist Sonnenschein und alles wird erfüllt. Ja. So, jetzt ist wirklich schon eine Ewigkeit rum und ich habe nur gelabert bisher. Noch kein einziges Buch gezeigt. Also, bevor ich jetzt dann wirklich langsam mit den Büchern anfange, möchte ich nur sagen, auch wenn ich gerade vielleicht recht positiv rüberkomme, habe ich persönlich den Eindruck, ist es so, dass ich gerade eben in einer Reportage viel gesehen habe, was mich unglaublich sauer macht und wütend macht. Das möchte ich einmal kurz noch rauslassen. Danach geht es wirklich mit Büchern los. Und zwar unterlassene Hilfeleistung. Darum ging es gerade in dem Faktbeitrag. Und mich macht das unglaublich wütend, weil das ist für mich so eine Sache. Wir leben alle in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, in eine Gesellschaft, die eine Gemeinschaft sein sollte. Das heißt, die gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Und das heißt nicht nur, dass irgendjemand von oben uns sagt, was wir zu tun haben oder zu lassen haben, dass es nicht einfach nur aufgestellte Gesetze gibt, nach denen wir handeln sollten. Und wenn wir es nicht tun, dass wir bestraft werden, das ist alles Rechtsstaat, sondern wir sollten auch einfach füreinander da sein. Und das geht weit über die Grenzen hinaus dessen, was Einrichtungen betrifft. Das heißt, es geht über die Grenzen von einem Krankenhaus hinaus, über die Grenzen eines Kindergartens, einer Kita. Es geht über die Grenzen eines Alten- oder Pflegeheims hinaus, über die Grenzen von Schulen oder allerlei anderen Gesundheitseinrichtungen. Es sollte einfach so sein, dass wir wirklich Hilfe erwarten können, wenn es uns nicht gut geht. Das heißt, wenn jemand, in dem Fall war es ich glaube, in Sachsen, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, in Sachsen ist ein Mann an einer Bushaltestelle zusammengebrochen und ihm wurde nicht geholfen, eine halbe, dreiviertel Stunde lang nicht. Und ich finde das furchtbar schlimm und es macht mich sehr, sehr wütend. Denn ich bin der Meinung, jeder, wirklich absolut jeder, kann einen Notruf absetzen. Jeder. Und selbst wenn das jemand nicht könnte,
ich rede jetzt mal von jemandem, der zum Beispiel kein Mobiltelefon oder Handy oder Smartphone hat. Derjenige ist dann vermutlich eine 80-jährige Dame, die einfach keins besitzt und die dann aber wiederum eigentlich eine Person sein sollte, die am ehesten noch darauf schaut und das erkennt und dann einen jüngeren Menschen anspricht und sagt, Mensch, rufen Sie doch mal einen Notarzt. Das heißt, es sollte nicht vorkommen, dass ein Mensch so lange, ohne dass zumindest ein Notruf abgesetzt wird, irgendwo liegen. Das finde ich grauenhaft. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre das, ich würde irgendwo zusammenbrechen, wäre ohnmächtig und es würde sich niemand um mich kümmern, dann finde ich das richtig, richtig schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder einfach einen fremden Menschen anfasst. Das ist auch in Ordnung. Ich bin Therapeutin, ich habe gelernt, so ein Stück weit auf einer gewissen Ebene Menschen deutlich näher zu kommen, als man das in den meisten Fällen zulässt. Aber trotzdem kann jeder einen Notruf absetzen. Jeder. Und ich finde, es kann auch jeder dann zumindest die anderen Leute drumherum aufmerksam machen und sagen, ey Leute, können wir mal eben zusammenhelfen? Uns um den Menschen hier kümmern, der ist zusammengebrochen anscheinend. Und da geht es auch nicht darum, dass, ich weiß es nicht, ich finde es unglaublich furchtbar. Ich kenne die psychischen Hintergründe, warum man das eventuell nicht macht, aus gruppenpsychologischen Dingen und so weiter. Und man möchte nicht unbedingt Verantwortung übernehmen und sich nicht lächerlich machen und so weiter. Es gibt genug Gründe, aber ich finde, es muss auch mindestens einen Grund dafür geben, zu helfen. Und ja, deswegen an dieser Stelle bitte, 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 wenn ihr jemanden seht, dem geht es schlecht, sprecht diese Person an, wenn sie noch ansprechbar ist. Fragt nach, ob ihr helfen könnt, dürft, ob ihr zumindest einen Notarzt rufen sollt. Und wenn derjenige ablehnt und ansprechbar ist, da ist es in Ordnung. Wenn derjenige nicht mehr ansprechbar ist und ihr ruft keinen Notarzt, dann finde ich das auch gerecht, wenn derjenige bestraft wird. So hart es klingen mag, aber ich finde das dann in Ordnung, denn es gehört sich, dass man den Menschen hilft. Ein Stück weit habe ich den Eindruck, in der Stadt ist es vielleicht, ich möchte nur mutmaßen, eventuell schlimmer, weil es anonymer ist. Auf dem Dorf würde man sich kennen und würde sagen, oh, Mensch, also die Gretel hat nicht geholfen und der Hans auch nicht. Das wäre viel zu schlimm, deswegen würden Gretel und Hans helfen. Also bitte, 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 bitte steht auf und ruft zumindest den Notarzt und sagt Bescheid, dass es jemandem hier gerade nicht gut geht. Das ist wirklich das Mindeste, was man tun kann und was jeder tun sollte. Und ich finde es großartig, wenn es dann noch Menschen gibt, die sagen, okay, ey Leute, könnt ihr mal eben zusammenhelfen? Wir legen denjenigen, wir versuchen den anzusprechen, wir versuchen den zurückzuholen, wir versuchen den zumindest in eine stabile Seitenlage zu legen. Sollte auch jeder wissen, wie das ungefähr funktioniert. Wenn nicht, wie gesagt, es gibt noch andere Menschen meistens drumherum, die können eventuell auch helfen. Also schließt euch eher zusammen und wir sind gemeinsam stark, anstatt alle gegeneinander und alle einzeln und alle unterschiedlich. Das finde ich ist nicht in Ordnung. So, jetzt habe ich ungefähr eine Viertelstunde gelabert und habe noch kein einziges Buch gezeigt, aber jetzt geht es wirklich los mit dem Lesemonat. Ich packe euch auch an den Anfang ein Vermerk, dass ihr ab jetzt einschalten könnt, falls ihr euch wirklich nur für die Bücher interessiert. Mir ist es trotzdem wichtig, das, was ich vorher gesagt habe, deswegen bleibt es auch im Video. Aber ja, jetzt geht's wirklich los mit den Büchern. Ich habe gelesen, und zwar aufgrund eines Rates, ich will gar nicht sagen, dass es eine Empfehlung richtig war, einer Patientin, und zwar in meiner vorherigen Arbeitsstelle, also im Februar noch. Die hat zu mir gesagt, von John Strelecki, das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens, ein durchaus sehr bekanntes Buch, dass sie es furchtbar fand. Und mich hat das sofort gereizt und ich dachte mir, will ich lesen und gucken, ob ich es auch furchtbar finde, sondern ob ich es verstehen kann, was sie mir gesagt hat. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr schlecht und schwierig reingefunden in diese Geschichte, fand allerdings, dass es mich irgendwann doch gepackt hat und die Stimmung wie auch die Hütte von William Paul Young, wenn ich mich nicht ganz täusche, heißt der Autor so, von der Hütte, hatte es hier eine ähnliche Stimmung und eine ähnliche Relevanz. Ein Stück weit geht es auch in die Richtung von,
heißt er doch gleich. Mitch Albom, die fünf Menschen, denen du im Himmel begegnest. Also es geht alles so in die Richtung, was ist der Sinn des Lebens, was möchte ich mit meinem Leben, warum bin ich hier, wieso mache ich das, wo will ich hin und so weiter. Das sind so diese philosophischen Fragen. Und ja, hier geht es eben darum, dass John, ein gestresster Manager, plötzlich in dem Sinne vom Weg abkommt und im Café am Rande der Welt landet und dort eben, ja, quasi in Berührung kommt mit den dort Arbeitenden und die geben ihm immer wieder Anstöße, was er denn mit seinem Leben macht, wer er denn ist und ob er das dann weiß und wie er sein Leben führen möchte und was das alles für einen Sinn hat. Und ich muss sagen, es hat mich dann doch irgendwann auch berührt. Allerdings kann ich auch verstehen, dass es vielleicht nicht jeden so sehr berührt und reizt. Ich muss auch sagen, mich reizen jetzt zum Beispiel die nachfolgenden Bücher nicht so stark. Und auch nach einem Monat muss ich auch sagen, ich habe im Vergleich schon relativ viel wieder vergessen. Ich weiß nur so ganz grob, dass eben er irgendwo hin wollte und im Stau stand und dann eben einen anderen Weg genommen hat und gedacht hat, naja, er findet schon den richtigen Weg und dann eben in diesem Café gelandet ist, der relativ lange saß und gegessen hat, auch relativ viel und immer wieder eben mit den Angestellten gesprochen hat. Ich glaube, Casey und Mike heißen die. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Casey, Mike und Anne. Genau. Aber eben so ganz genau die ausschlaggebenden Sätze weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Und das ist für mich so ein Grund, entweder ich muss es mir nochmal zur Hand nehmen oder ich möchte mir vielleicht dann auch die nachfolgenden Bücher noch angucken. Weiß ich noch nicht genau. Also mehr so eine Semi-Empfehlung. Zu den beiden Büchern, die jetzt kommen, die sind relativ groß. Da passe ich irgendwie nicht mehr mit ins Bild, auch wenn ich klein bin. Möchte ich nur sagen, ich habe auch schon ein separates Video dazu gedreht, das heißt, es kommt auch noch, da erfahrt ihr nochmal ein bisschen detaillierter über beide Bücher etwas, deswegen nur ganz kurz zum geheimnisvollen Buch, geheimnisvolle Nürnberg-Buch von Michelle Schrenk. Wunderbar illustriert, eine tolle Geschichte mit vielen kleinen Geschichten, sehr toll gemacht, aufgemacht. Vielleicht ein Ticken mehr für Kinder, trotzdem auch für jeden Erwachsenen interessant. Natürlich noch mehr für jemanden, der in der Gegend wohnt oder lebt oder aufgewachsen ist oder hinzieht oder der sich sehr für eben historische Städte und deren Geschichten interessiert. Und im gleichen Atemzug sei genannt das geheimnisvolle Nürnberg-Fürth-Buch, ebenfalls von Michelle Schrenk. Geht eben nicht nur um Nürnberg, sondern eben auch um Fürth bzw. die Verbindung, Verknüpfung, ein Stück weit Feindschaft zwischen den beiden Städten und das Ganze, ja, wunderbar gemacht. Mit Unterstützung der Nürnberger Nachrichten auch gestaltet und ja, wie gesagt, ich finde tolle Bücher über zwei tolle Städte. Wen es interessiert, ich weiß, es ist nicht jedermann, aber vielleicht gibt es ja ein paar. Dieses Buch werden durchaus noch mehr Leute interessieren und zwar von Adriana Popescu, der aktuelle Jugendroman Mein Sommer auf dem Mond im CBT Verlag erschienen. Ich habe es direkt zum Erscheinungstermin gekauft. Konnte gar nicht anders und habe es auch gelesen direkt im März. Ihr könnt das nochmal verfolgen im Dienstagsvlog Nummer 1. Vielleicht habt ihr das auch schon getan. Ich fand es wundervoll und kann nur sagen, die vier hier drin, Fritzi, jetzt habe ich Fritzi, Tim, Sarah und Bastian. Tolle Jugendliche, tolle Geschichte, einzigartige Charaktere. Ich habe die leibhaftig vor mir gesehen. Ich wollte mit denen Zeit verbringen. Ich fand ihren Segelausflug unglaublich toll. Ich fand ihre Kletterparcours-Sache sensationell. Und habe mich richtig in einen Sommer verliebt auf Rügen mit diesen Vieren. Und würde natürlich sehr gerne nochmal erleben. Und es war auch sehr tränenreich. Und zur gleichen Kategorie gehört auch das nächste Buch. Und zwar aktueller, ebenfalls Jugendroman von Anne Freitag, Nicht weg und nicht da. Auch im März erschienen, habe ich auch im März gekauft, einen Tag nach Erscheinungstermin. Und habe dort Luisa und Jakob begleitet. Ihr könnt das Ganze verfolgen im Dienstagsvlog Nummer 2. Und ich habe ein Zitat erst vor ein paar Tagen gesehen. Das heißt, wenn der Seele die Worte fehlen, schickt sie Tränen. Und das trifft auf beide Bücher zu. Das heißt, ihr seht es auch immer in beiden Vlogs. Ich heule hemmungslos vor der Kamera
und schäme mich gar nicht so sehr dafür, denn Gefühle sind etwas, die sollten wir zulassen, die sind wundervoll und ja, auch dieses Buch hat Gefühle in mir ausgelöst. Wie gesagt, guckt euch am besten den Dienstagsvlog an, da erfahrt ihr viel darüber. Nur ein paar Worte dazu. In diesem Buch geht es um Luise, die hat ihren Bruder verloren, der hat sich selbst das Leben genommen, da er das Leben nicht mehr aushalten konnte. Er hatte eine bipolare Störung, das heißt Manie und Depression in Abwechslung und starker Ausprägung. Und für ihn waren Tabletten nicht die Lösung, die haben ihm zu sehr das Leben gedämpft. Und er hat dementsprechend irgendwann nur noch den Ausweg gesehen, sich selbst umzubringen. Für Luise ein sehr heftiger Schlag, sie kommt damit kaum zurecht. Traut auf ihre Weise, ebenso wie ihre Mutter. Die beiden führen so ein Leben nebeneinander her in einer Wohnung, die sie gemeinsam bewohnen und keinen richtigen Ausweg haben. Luise wird zum Psychologen bzw. Psychiater geschickt, mit dem sie nicht reden möchte und trifft dann irgendwann auf Jakob. Und Jakob scheint auf den ersten Moment vielleicht zu sein, naja, warum sollte denn jetzt ein Kerl, der gut aussieht, so unpassend, zu so einem unpassenden Zeitpunkt in Luises Leben treten, und andererseits manchmal brauchen wir genau die Menschen, die uns eben das Schicksal schickt. Und so ist es auch hier, und eine herrliche Geschichte hat mich total umgehauen. Zuletzt noch ein dünnes Sachbuch, und zwar Hashimoto und was jetzt? Eine Kurzanleitung von Ria Bachmann. Ria Bachmann ist selbst in der Naturheilkunde unterwegs und seit Jahrzehnten, glaube ich, selbst Betroffene der Autoimmunerkrankung Hashimoto. Wer dem Kanal hier schon länger folgt, der weiß auch, dass ich auch zu dem Kundenkreis quasi gehöre, Patientenkreis, und ja, mich deswegen sehr interessiere für Sachbücher über Hashimoto. Hashimoto ist, wie schon gesagt, eine Autoimmunerkrankung. Hier drin wird auch auf alles nochmal eingegangen, wo das Ganze herkommt, wie das heißt, um welche Symptome es sich dreht, um welche Werte, Blutwerte sinnvoll sind, weitere Autoimmunerkrankungen, Untersuchungsmethoden und so weiter. Hier wird allerdings auch, was ich schon ganz gut finde, der Ansatz zumindest gemacht, auch auf Ernährung einzugehen. Allerdings ist mir hier drin alles zu kurz gefasst. Also mir würde es niemals reichen, nur dieses Buch über Hashimoto zu lesen und mich dann gut informiert zu fühlen über diese Erkrankung. Das heißt, mir ist es insgesamt viel zu kurz, manchmal zu ungenau, manchmal zu widersprüchlich. Und es ist eben, man merkt es leider, finde ich, schon eine Amazon-Self-Publishing-Sache. Deswegen kann ich es weniger empfehlen. Ich werde mal noch das dazugehörige Arbeitsbuch testen, auch von Rhea Bachmann, und gucken, wie mir das so gefällt. Und dann gibt es nochmal eine abschließende Meinung zu beiden Büchern der Autorin. Genau, aber wie gesagt, bisher finde ich das ein Stück weit widersprüchlich. Ein kleines Beispiel, es wird erwähnt, Tee soll man vermeiden, aber kein Grund genannt. Dann frage ich mich, ja, warum? Oder auch, es wird geschrieben, dass man auf jeden Fall extremen Sport vermeiden sollte. Und dann frage ich mich erstmal, was ist extremer Sport? Das wird hier nicht näher definiert. Und ich, wie gesagt, wenn ihr das schon ein bisschen mitgekriegt habt, ich mache im Moment BTT, also Body Transformation Training. Ich würde schon eher als relativ extrem Sport sehen. Und mir tut es unglaublich gut, weil es meinen Stoffwechsel ankurbelt, weil es mir zeigt, wie viel Kraft ich habe, weil ich daraus wiederum Kraft und Energie generiere, wenn sich mein Körper eben entsprechend regeneriert und erholt von der Anstrengung. Und dann verstehe ich noch nicht so ganz, warum das schwierig sein sollte. Natürlich sollte man nicht zu viel Stress haben und gucken, dass man nicht zu viel Cortisol, also ein Stresshormon, ausschüttet. Was aber generell ein Stück weit klar sein sollte, dass bei jeder Erkrankung Stress nicht das Allheilmittel ist und eher vermieden werden sollte. Deswegen, ja, auch eben so ein Stück weit psychische Belastungen, Stress wird auch hier eingegangen, finde ich gut, aber ist mir wiederum gesagt auch zu wenig. Und auch alternative Medizin wird kurz angerissen, ein paar Dinge aufgezählt, und ich denke mir, schön, und was soll ich jetzt mit den aufgezählten Dingen? Da steht Massage, da steht traditionelle chinesische Medizin,
Das ist einfach auf einer ganz unterschiedlichen Ebene. Ne? Das eine ist eine physikalische Maßnahme, das andere ist ein ganzes Konzept, ein ganzes, ja, ganzes, wie soll ich das sagen, fast ein Universum an verschiedensten Methoden. Und das passt für mich weder in die gleiche Liste, noch kann ich damit viel anfangen, wenn das einfach nur mir hingeworfen wird. Deswegen noch keine Empfehlung, mal gucken, was noch zu dem zweiten Buch kommt. Das war es jetzt aber wirklich. Es ist ein ewig langes Video geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, beziehungsweise wisst es zu schätzen, was ich am Anfang alles loswerden wollte. Und schreibt mir doch sehr, sehr gerne, was habt ihr im März gelesen? Was hat euch so in den langsam beginnenden Frühling begleitet? Was habt ihr vielleicht über Ostern gelesen? Würde mich sehr interessieren. Habt ihr vielleicht irgendwas Besonderes gelesen? Ich hätte nochmal Der Ostermann rauskramen können, ne? Von Kai... Ach Quatsch, Kai Uwe. Genau, Kai Uwe. Oh... Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe? Marc-Uwe. Känguru-Chroniken. Also, ich möchte nur sagen, ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr mir einfach gerne, wie gesagt, in den Kommentaren da lasst, was habt ihr im März gelesen, was hat euch begeistert? Vielleicht auch etwas zu den Themen, die ich angesprochen habe zu Beginn oder auch zu den Themen, die ihr gerne noch im Verstrickt Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerne sehen würdet. Oder auch ein Buch, das euch interessiert, das ich dann vielleicht in einem Dienstagsvlog mal lesen könnte. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!